So, Ihnen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Geburtstagsfest, zum ersten Geburtstag vom Brutkasten, ein Jahr nach dem Management-Buyout. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und begrüße Sie sehr herzlich. Genau. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Accelerator, dem führenden Innovationshub in CEE. Und es sind ganz viele Gründer und innovative Menschen hier im Raum, die diesen Geburtstag gebührend feiern. Es gibt auch Gebühren zu feiern, denn wir haben einen tollen Gründer, wir haben ein tolles Team. Nach dem Management-Buyout ist auch wahnsinnig viel weitergegangen. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns der Gründer jetzt gleich erzählen wird, was er erlebt hat in diesem einen Jahr, wie aufregend das für ihn war. Und deshalb bitte ich um einen Riesenapplaus für Dejan Jovicevic. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlich willkommen. Dejan, seit 4 Jahren gibt es ja den Brutkasten eigentlich schon und du bist auch relativ früh dazugestoßen oder warst von Anfang an dabei, kann man sagen. Wie geht's dir heute? Ja, großartig. Zunächst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist für uns ein ganz besonderer Tag. Wir haben den Brutkasten schon vor 4 Jahren gestartet, circa aber letztes Jahr unseren eigenen unternehmerischen Weg eingeschlagen nach dem Buyout und feiern den ersten Geburtstag in dieser Hinsicht. Ein großartiger Tag für uns und wirklich, es stimmt mich sehr demütig, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass alle Gäste gekommen sind, dass die Frau Bundesministerin hier ist, Florian Schwantner, unsere Promi-Pitcher, ihr, unsere Leser, unsere Community, unsere Kunden. Wirklich, wirklich großartig und ich möchte mich vom Herzen dafür bedanken. Danke für die Einladung. Du bist ja auch sehr wichtig für eine ganze Branche in Österreich, muss man sagen, weil du kennst sie alle, du interviewst sie alle, du gibst uns ja auch Plattform, ich bin ja auch Gründerin, also wir sind ja auch dankbar, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Ich drehe den Spieß um, weil heute stelle ich die Fragen, ja? Und ich wollte jetzt mal wissen, wie war das damals für dich, das Management-Buyout? Hast du das erwartet? War das überraschend? Es ist ja auch eine riesen Verantwortung unternehmerisch, die dann auf dich zukommt. Also das ist ja schon ein Unterschied. Wie ging es dir da dabei? Na, wir haben den Brutkasten in 2014 begonnen, im Rahmen von Styria Media Group. Das ist ein großer Medienverlag. Ich war angestellt bei der Presse, in der Geschäftsleitung zuständig für Recht, Personal, ein paar sonstige Themen. Und habe dann dort mit ein paar Startups in meiner HR-Rolle verhandelt. Wir haben unterschiedliche Produkte für die Mitarbeiter eigentlich ausprobieren wollen. Und dann habe ich mit diesen Startups, heute habe ich einen gesehen, Bigood war einer der ersten, der zu mir gekommen ist und die wollten da was gemeinsam machen. Und ich bin dann immer tiefer in diesem Gespräch aus meiner HR-Rolle mit denen eingestiegen. Ich habe gesagt, und was macht ihr sonst und wie macht ihr das? Und können wir vielleicht auch HR für euch machen und Recht? Das mache ich dann. Ich habe gesehen, ich will da operativ mit anpacken. Ja, das ist sozusagen wäre eine Auffrischung auch für meine Aufgabe, meinen Job. Und aus diesem Drive, aus dieser Leidenschaft, aus diesem Startup-Virus, den ich da wirklich abbekommen habe, hat sich dann der Brutkasten weiterentwickelt. Ich habe dann den Lorenz Edmeier, meinen Co-Founder innerhalb der Styria Media Group, einmal getroffen und ihm davon erzählt, was ich dann mit den Startups bespreche und dass ich glaube, dass wir denen eine Bühne geben müssen, weil das ist so großartig, was sie vorhaben, mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit, Ideen, die Welt verändern, die Welt weiterbringen, neue Lösungen für Probleme, die existieren, auf den Markt bringen. Und ich habe mir überlegt, wie kann die Presse eine Rolle dabei spielen, dieser Bühne dieser Szene eine Bühne zu geben. Und Lorenz Edmeier war der gesagt hat, machen wir das gemeinsam, weil ich baue gerade eine Jobplattform für Startups auf. Er war auch im Konzern dabei und dann haben wir sehr, sehr viele Abende und Wochenenden verbracht, um ein erstes Konzept zu entwickeln und sind erst in 2014 gestartet als erstes Medium in Österreich, das sich für die österreichische Szene, Innovation, digitale Wirtschaft, Startups sozusagen total spezialisiert hat und eine Bühne aufgebaut hat. Gut, du hast Blut gelegt, aber jetzt hast du die Verantwortung komplett übernommen. Das Team ist gewachsen, ist jetzt insgesamt auch größer geworden. Du hast voll das Ruder rangenommen und bist gegangen. Und das hast du auch sehr gut gemacht in dem ersten Jahr. Was bedeutet der Brutkasten für dich oder emotional? Wofür steht der Brutkasten? Der Brutkasten ist für uns, nicht nur für mich, das ist sozusagen ein Team, das diese Idee mitträgt. Der Gründer rückt zunehmend in den Hintergrund, Gott sei Dank, ist der anstoßt, aber schlussendlich soll das auch ein Medium sein, ein Full-Service-Medium, wie wir sagen, für die Startups, für die digitale Wirtschaft, für die Innovation. Full-Service heißt, nebst unserem journalistischen Produkt, Livestreams, die wir haben, Content, ja, unsere Website ist die zentrale Anlaufstelle, dort spielt sich der textliche Content ab. Dann haben wir starke Social-Media-Kanäle mit über 40.000 Abonnenten, mit letztes Jahr fast 9 Millionen Reichweite über diese Kanäle, haben unser Printprodukt, das da überall aufliegt, organisieren Events wie diesen, aber auch ein monatliches Meetup, wo es auch um die Live-Kommunikation geht, vor Ort, um die Vernetzung vor Ort. Wollen wir auch sozusagen synergetische Verticals aufbauen,
eine Jobplattform, die diese Szene braucht. Die Corporates, die Startups, die öffentliche Hand. Wir suchen alle diese Talente und Leute, da wollen wir eine Bühne bieten. Unsere Academy-Plattform, wo es um die Aus- und Weiterbildung geht, um junge Talente auch anzustecken. Ich glaube, das ist auch ein großes Anliegen von Margrethe Schramböck, der Bundesministerin, die da auch sagt, die Bildung, unternehmerische Bildung, Entrepreneurship auch in die jüngere Generationen zu bringen. Auch da wollen wir ein Partner sein mit unserem Medium, aber auch mit den Angeboten, die man konkret auf den Markt platzieren kann. Mit unserem Netzwerk gemeinsam. Und das ist Brutkasten und unsere Vision ist natürlich europäisch, ist international. Jetzt sind wir noch in Österreich verankert, das ist unser Ursprungsmarkt und wollen diesen Weg auch über die Grenze weitergehen. Was ist denn euer Geheimnis oder des Erfolges? Gibt es eine Erfolgsformel? Also Erfolg, ja. Erfolg ist eine relative Sache. Wir haben ein super Jahr hinter uns, haben ein Buyout gemacht, organisatorisch das gut geschafft, war sehr, sehr, sehr anstrengend. Ja, ich will jetzt nicht ein Bild aufzeichnen, dass das, was wir tun und machen als Startups, als Unternehmer, alles easy cheesy ist. Das ist viel, viel Fleiß, viel, viel Durchsetzungsvermögen, Durchhaltervermögen, insbesondere viel Leidenschaft. Ich glaube, das sind die Erfolgsrezepte. Ob wir langfristig unternehmerisch erfolgreich sein werden, ne, steht aber fairerweise in den Sternen. Wir sind im ersten Jahr nach dem Buyout, haben zwar unseren Umsatz, werden wir heuer verdoppeln, das Team verdoppeln, stehen bei 12 Leuten Köpfe sozusagen momentan. Aber ob das langfristig das unternehmerische Erfolg sein wird, das weiß ich nicht. Unsere Erfolge sind, wenn sich die Community meldet und sagt, nach dem Livestream hat sich ein Investor bei mir gemeldet und will investieren oder super, danke für diesen Artikel, weil jetzt verstehe ich die Blockchain besser oder ein April-Scherz, der sozusagen viral gegangen ist. Unsere sozusagen Tätigkeit soll einen Nutzen stiften der Szene, den Stakeholdern, die wir betreuen und da sind die Erfolge. Die langfristigen Erfolge stehen in den Sternen, aber ich gebe es zu, wir glauben sehr, sehr stark daran und arbeiten sehr fleißig und sehr hart, um da ein europäisches Medienunternehmen aufzubauen, das State of the Art mit den Möglichkeiten der Digitalisierung schlussendlich in einer Full-Service-Komponente tickt. Ich glaube, von in uns alle hat er Unterstützer gefunden. Vielen Dank. Toll, was du auf die Beine gestellt hast und dein Team. Bevor wir in die Zukunft schauen und über die Zukunft reden, wollen wir uns aber auch noch bei Partnern bedanken. Ja? Wir alle wissen, es gibt strategische Partner, finanzielle Partner, whatever, ja, in welcher Form an Partnerschaft. Und deshalb wollen wir uns an dieser Stelle auch an den Partnern oder bedanken bei den Partnern, die auch zum Beispiel unterm Jahr dich und euch unterstützen. Das sind? Na, wir haben erstens viele Kunden, das sind sozusagen nur einige wenige davon, die unsere Jahrespartner sind. Und wir sind unseren Kunden wirklich vom Herzen dankbar. Wir arbeiten für sie engagiert, wir arbeiten für die Startups, für die Investoren, für die Szene, um da eine Bühne zu geben und schlussendlich auch Österreich gesamthaft, das ist schon mein idealistischer Traum, dass wir da einen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten bei allen Anstrengungen des Ministeriums, der Startups, der Keyplayer, die da sind, aber jedes einzelnen Unternehmens, jedes Schülers, jedes einzelnen Studenten, der sich da einbringen will und den Standort gemeinsam weiterbringen will, das ist schon unser Traum, da sozusagen einen kleinen Beitrag zu leisten. Und die Kunden und die unsere Leser und User sind die, die uns das ermöglichen. Und ich möchte jetzt ganz kurz nennen, Sway Economy, eine Factoring Bank, super Sache für Liquiditätsprobleme der Startups, das ist einer der Hauptthemen, die man zu lösen hat. Oder die Notariatskammer, die oft sozusagen eher als Verhinderer oder nicht Verhinderer, eher als jemand gesehen wird, der bürokratische Hürden schafft. Aber wenn man sie besser kennenlernt und an welchen Themen sie so arbeiten, überlegen Sie sich schon sehr, sehr stark, wie können wir digitale Produkte da auf den Markt bringen, die Gründung erleichtern, die Startup-Szene voranbringen und so weiter. Das sind coole Kunden, A1, ÖBB, Raiffeisenbank International, IP Österreich, Accenture, Ritz Up aus Niederösterreich, eine tolle Initiative, die geben in Niederösterreich ganz ordentlich Gas, AWS Gründerfonds und es gibt wahrscheinlich noch 70, 80 weitere Kunden, die ich nennen könnte und bei denen möchte ich mich wirklich vom Herzen bedanken, dass wir das machen können, was wir machen. Super, vielen Dank dafür. Ich glaube, wenn man auch was wissen will, was in der Branche so abgeht, fragt man am besten dich, weil wie gesagt, du kennst sie alle und alle kommen irgendwie zu dir irgendwann. Ja, ich bin einer von denen, die man fragen kann. Es gibt viele, viele, viele Player. Ja. Ich bin bei weitem nicht der Einzige. Ja, es gibt andere Medien, es gibt weitere Player, es gibt weitere Partner von uns. Aber wir versuchen auch unser Bestes Partner, zu tun. Wir haben auch Partner vom Abend. Da wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken. Es sind viele Startups auch hier. Also beim WeAccelerate bedanken wir uns. Ja, erstens, auch so ein Event ist nur möglich mit Partnern. Wir sind noch immer ein kleines Team, können uns so ein Event nicht leisten mit Getränken, mit Essen. Genau. Das sind Startups, die in Partnerschaft mit uns das ermöglicht haben. WeAccelerate gibt uns diese Location frei. Wir sind hier Mitte seit Oktober letzten Jahres. Super happy, super Entwicklung von WeAccelerate als Innovationshub. Mhm.
man sieht, dass sozusagen die örtliche Gemeinschaft sehr, sehr viel auch bringt. Funktioniert und zusammenwächst. Sehr gut, sehr funktioniert. Genau. Schauen wir noch die Partner des Abends heute an. Sie, das sind die Essen-Startups, die draußen sind. Bitte durchkosten, die haben genug mit. Es gibt die Getränke-Startups, die da sind, von 9 Weine, die uns die Weine für den Abend schenken, Vösslauer und viele, viele sehr kreative Bierbrauereien und sonstige Startups. Macht's dort dann draußen eine Runde. Wir sind denen wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie uns unterstützen und überhaupt möglich machen, dass wir so ein Event auf die Beine stellen. Super, vielen Dank, hätten wir diesen Punkt auch. Und jetzt würde ich sagen, wir setzen uns, lieber Dejan, ja, weil wir begrüßen jetzt sehr herzlich die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Schön, dass sie heute bei uns ist. Sie selbst war CEO von Österreichs Telekom Marktführer 1 und hat sich zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung in Österreich nicht nur für Unternehmen, sondern auch in der Verwaltung voranzutreiben. Mehrere Maßnahmen wurden dazu bereits angekündigt und wir freuen uns wirklich, sie setzt sich wirklich für Startups in Österreich ein. Wir freuen uns, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Bundesministerin Margarete Schramböck. Herzlich willkommen. Bitte, bitte. Ja, es war auch für Sie heute ein aufregender Tag. Sie haben heute etwas verkündet und zwar eine Digitalagentur haben Sie heute vorgestellt. Warum braucht Österreich eine Digitalagentur? Also zuerst, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Danke, Dejan, für die Einladung. Ich begleite ja auch den Broadcasten schon einige Jahre und ich freue mich sehr, wie ihr euch entwickelt. Und ich bin wirklich großartig, wie das läuft. Also super, gratuliere nochmal dazu. Ja, und ich bin sozusagen das Startup unter den Ministern. Nicht nur, weil ich ganz neu in der Politik bin und mich da wirklich hineingeworfen habe. Ich war 22 Jahre in der IT- und Telekom-Branche und nie in der Politik. Also für mich ist das etwas Neues. Und auch das Ministerium für Digitalisierung ist ein Start-up unter den Ministerien. Uns hat es noch nie gegeben. Es ist zum ersten Mal. Und wir tun auch alles Dinge, die es zum ersten Mal gibt. Also wir haben heute die Digitalisierungsagentur, die DIA, gelauncht. Die Digitalisierung gemeinsam mit dem Ministerium für Infrastruktur. Und die DIA, die Digitalisierungsagentur, soll eine Plattform sein, um Digitalisierungsprojekte in Österreich rascher voranzubringen, als Anlaufstelle für den Mittelstand, aber auch für die Leitbetriebe, auch für die Startups, und soll diese Vernetzung der Branche, dieses Ökosystem aus Großunternehmen, als Leitbetrieben, als mittelständischen Unternehmen und Startups besser voranbringen und Zugang zu Wissen schaffen. Sie soll aber auch Möglichkeiten geben. Und wir haben drei Kernprojekte definiert, die wir also als Leuchtturmprojekte mit der Digitalisierungsagentur beginnen. Auf die kann ich dann auch gerne noch eingehen. Ja, was sind die nächsten Schritte oder die nächsten Sachen in Sachen Digitalisierung in Österreich? Ich gehe noch vielleicht auf das kurz ein. Die Digitalisierungsagentur hat drei große Projekte, die wir starten. Das eine nennt sich Dialog. Das heißt, den Dialog in der Gesellschaft zur Digitalisierung voranzubringen, die Vor- und Nachteile, auch über die Ängste zu sprechen, aber auch über die neuen Themen und diese in Projekte umzuwandeln. Das Zweite, was wir tun werden, ganz konkret, ist schon freigegeben, auch von meinem Ministerium, wir werden 9 Innovation Hubs in Österreich gründen. Jedes Bundesland bekommt seinen Innovation Hub, der eben genau das tun soll, auch mittelständischen Unternehmen und Startups, die keinen Zugang haben zu Plattformen, zu Infrastruktur, das zu ermöglichen. Ja, in Artificial Intelligence, in verschiedensten Bereichen brauchst du Zugang zu bestimmten Themen und das werden diese Innovation Hubs zur Verfügung stellen. Und dann gibt es noch natürlich als großer Schwerpunkt des Infrastrukturministeriums die 5G-Labors, also die als Basis, wir wollen hier Vorreiter sein in Europa, in der Welt. Natürlich sind wir im Wettbewerb und ihr könnt jetzt immer sagen, ja, das tun alle und alle in Richtung, aber diese Labors braucht es, diese 5G-Labors und diese Infrastruktur wollen wir der Community zur Verfügung stellen, damit alles rascher geht. Es gibt dann noch ganz viele neue Themen, die noch nicht so gelauncht sind, die ich aber in diesem Rahmen auch schon erzählen kann. Das große Baby ist sicherlich die neue Plattform Österreich GVAT, die wir noch im Juni auf den Weg bringen werden. Was ist da das Ziel? Wir haben eine Plattform entwickelt und das ist wirklich, wir haben die in 6 Monaten
entwickelt nach ganz neuen Methoden, die vielleicht ein Ministerium, ein Bundesrechenzentrum oder auch andere noch nicht gesehen haben. Wir haben einen Projektraum eingerichtet, wo alle gemeinsam arbeiten. Wir arbeiten nach Rapid Prototyping. Wir haben Bürgerkonferenzen gemacht, die Bürger eingeladen, uns zu sagen, ist das gescheit, was wir dort machen oder nicht. Und unser Ziel ist, die Behördenwege abzubilden. Und ihr seid viele von euch noch sehr jung. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen bald ein Baby. Ich weiß es nicht. Kriegt irgendjemand ein Kind? Ja, Arme hoch, niemand, gar niemand, Wahnsinn. Doch, da drüben doch, ist einer, genau. Doch, ein schau. Und, also, und der Brutkasten hat ja auch noch einen Schnuller. Genau. Wir werden dich einladen, bei der Testgruppe dabei zu sein. Wir werden einen Soft-Launch machen mit ein paar tausend Teilnehmern Österreichs. Und der erste voll digitalisierte Behördenweg ist der Geburt. Das heißt, du brauchst nirgends mehr hinrennen, wenn dein Baby da ist, weil da hast du andere Dinge zu tun. Du kannst das voll über die App machen oder über die Plattform. Und du bekommst jetzt im Juni noch die Dokumente analog zugesandt, aber ab September wird es dann auch das digital geben und du kannst es dann in deinen digitalen Tresor legen, immer dabei haben. Und das ist so der erste Behördenweg, den wir uns ausgesucht haben. Super Sache. Der Dejan ist ja auch Jungvater und der Brutkasten trägt dann noch den Schnuller. Vielleicht gibt es auch da bald Nachwuchs. Oder man trennt sich langsam vom Schnuller, wenn man zum kleinen Kind heranwächst. Ja. Was wünschen Sie dem Brutkasten für die Zukunft oder dem Dejan und sein Team? Nun, dem Dejan und seinem Team wünsche ich, dass sie ganz, ganz schnell weiter wachsen, aber positiv wachsen, dass das gut geht, dieses Wachstum. Ich wünsche auch, dass der Spaß an der Arbeit nicht ausgeht, weil das ist das Wichtigste, ist auch für mich jetzt. Auch diesen Job, den ich jetzt tue, den tue ich nicht, weil ich ihn tun muss, sondern weil ich ihn tun will und weil ich was weiterbringen will und weil der Spaß dabei ist und das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche ganz viele tolle Leute in der Umgebung, die dich unterstützen, die dir helfen, dieses Baby in die Jugend zu bringen und wachsen zu lassen und ich hoffe, dass sich da viele unterstützen dabei. Das tun wir auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Und jetzt wird es auch spannend, denn was wäre ein Geburtstag ohne Überraschungen? Wir haben noch einige Überraschungen geplant, aber das ist, glaube ich, die größte und die wichtigste. Und das sehen wir jetzt in einem Video. Hallo liebe Leute, mein Name ist Michael Tilian. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch kurz sprechen darf. Ich sitze nämlich gerade im Flugzeug und kann nicht persönlich anwesend sein, fliege allerdings zu dieser Feier ein. Ich bin CEO der Rusmedia International AG. Wir sind ein führendes digitales Medienunternehmen mit über 200 Leuten, ausschließlich digital in 7 Ländern. Und ich habe gemeinsam mit Dejan und Lorenz Ettmeier und Maxi Nimmervoll diesen Management-Buyout des Brutkastens unterstützt und organisiert. Seit damals ist wahnsinnig viel passiert, der Brutkasten ist überaus erfolgreich. Ich gratuliere dem Gründer und dem Team, da ist wirklich Großartiges gelungen. Das Special Announcement ist, dass nicht nur wir Gründer, die das Management-Buyout gemacht und organisiert haben, vom Brutkasten total überzeugt sind, sondern auch die Rusmedia-Gruppe, sodass die Rusmedia International AG jetzt als neuer Gesellschafter in den Brutkasten einsteigt. Wir werden den Brutkasten auf seinem erfolgreichen Weg unterstützen, Support geben, allenfalls auch Wachstumsfinanzierung machen für eine Internationalisierung, sodass der Brutkasten nicht nur in Österreich super erfolgreich sein wird, sondern auch über Österreich hinaus. Darauf freuen wir uns alle gemeinsam und ich freue mich, in circa einer Stunde hier einzutreffen und mit euch den Geburtstag des Brutkastens gebührend zu feiern. Okay, das ist eine sehr schöne Sache. Überraschung, würde ich sagen, geglückt. Happy Birthday, Dejan. Was bedeutet das? Was sind da die Zukunftspläne? Na, ich glaube, geht dir da im Kopf vor? Ja, na, bevor die Zukunftspläne, ich dazu was sage,
dass ein Medienhaus wie Rus Media an uns so stark glaubt, ist ein Teamverdienst. Das ist jetzt nicht sozusagen mein Gründerverdienst. Wie gesagt, der Gründer tritt immer mehr in den Hintergrund. Je größer das Team ist, je eingespielter das Team ist. Insofern ist das ein sehr, sehr schöner Wunsch, dass unser Team sozusagen super funktionsfähig sein wird. Rus Media ist ein aus meiner Sicht das digitalst denkende Unternehmen, Medienunternehmen in Österreich. 100 Millionen Investmentpower für die nächsten 5 Jahre, sehr strategisch unterwegs, Eigentümer geführt, sehr unternehmerisch. Für uns ein großes Value, Sie als Backbone zu haben und in house. Sie werden 15% an Brutkasten haben und sehr stark dabei unterstützen bei unseren Vorhaben. Und das ist für uns eine super Sache. Gleichzeitig ermöglicht uns die Rus Media noch immer als unabhängiges, freies Medium zu agieren. Und diese Kombination aus beiden Welten ist super. Ich habe auch dieses Buyout nicht alleine gemacht. Michael hat im Video eh schon selber erwähnt, Michael Tillian ist mein Mentor und gemeinsam mit Lorenz Edmeier und Maxi Nimmervoll haben wir letztes Jahr diesen Schritt gemacht, wo wir auch Presse und Styria sehr dankbar sind dafür, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Es waren einige Monate, wo wir uns überlegt haben, sollen wir was tun, sollen wir das nicht tun. Ich habe in dieser Zeit ein Kind bekommen. Ist nicht die einfachste Entscheidung. Ich habe einen coolen Job gehabt, auch super Job, super Umfeld, auch gut bezahlt. Und das ist schon sozusagen, man schwitzt schon ein paar Mal sozusagen in der Nacht, bevor man diese Entscheidung trifft. Aber ich habe es nicht bereut. Das war beruflich sicherlich die absolut schwierigste Zeit meines Lebens, will ich gar nicht verneinen. Aber die Lernkurve und die Weiterentwicklung, meine persönliche auch, ist unbezahlbar. Und den Weg muss man gehen. Das ist auch Unternehmertum. Und deswegen finde ich wirklich auch so großartig, Margarete, dass du die Startups so stark unterstützt. Du hast jetzt nicht erwähnt, dass wir unlängst bei dir bei einem Startup-Frühstück waren, wo gemeinsam mit den Startups an neuen Schwerpunkten, Prioritäten, Themensetzungen geforscht wurde, dass du Themen aufgreifst, schon damals bei A1 und jetzt als Bundesministerin. Ich habe irgendwie, falls ich eine Frage mir erlauben darf, an die Frau Bundesministerin schon den Eindruck, und das wäre jetzt vielleicht eine Frage an dich, ob du dir die Wünsche, die du damals als CEO von A1 an die Politik deponiert hast, jetzt eigentlich dabei bist, alle umzusetzen. Den Eindruck kriege ich jetzt nämlich ein bisschen mit all diesen Ankündigungen. Ja, also das ist so eines, das was mich besonders motiviert, dass ich das tun kann, dass ich auch genügend Budget habe. Wir sind auch gut ausgestattet, wir können das umsetzen, wir haben auch Ressourcen und wir setzen auch um. Und eine Herzensangelegenheit, die habe ich zuerst nicht erwähnt, das ist, wird kommen, der Pakt für digitale Kompetenzen für Österreich. Wir werden das erste europäische Land sein, das ganz klar ein Programm macht, um die digitalen Kompetenzen in allen Bereichen nach vorzubringen. Wir denken eben als Input aus dem Startup-Frühstück daran, IT-Bootcamps zu machen. Wir denken daran, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen, die Älteren, die Jungen. Ganz vieles ist möglich in dem Bereich und ich freue mich ganz besonders, dass ich dieses Thema angehen kann für Österreich. Und die Startups bleiben sozusagen von großer Bedeutung, auch auf dieser Roadmap. Sozusagen gibt es dazu auch... Die Startups bleiben da auf ganz große Bedeutung auf dem gesamten Weg. Die Startups sind wichtig für die österreichische Wirtschaft, für den Wirtschaftsstandort. Und was wir zum Beispiel tun werden, was ich auch als Feedback bekommen habe, dass es bestimmte Skills braucht für die Startups, zum Beispiel das Thema Coden. Programmieren ist ganz ein wichtiger Punkt und das ist ganz oben auf meiner Liste. Und ich glaube, es hat noch nie so schnell gegeben, dass ein Lehrberuf entstanden ist. Im Herbst wird es 2 Lehrberufe geben, die genau in diese Richtung gehen. Es wird geben den Lehrberuf des E-Commerce-Kaufmanns und E-Commerce-Kauffrau und auch des Applikationsentwicklers und Coder. Und die gibt es schon ab September und die Idee ist auch, dass wir Coding-Akademien machen, dass wir viel gemeinsam dort tun, auch die Jugend unterstützen, möglichst rasch dorthin zu gehen, auch viel mehr Frauen, weil ich viele Frauen im Publikum sehe, viel mehr Frauen in den Softwarebereich hineinbringen, dass das alles ein bisschen weniger hardwarelastig wird, mehr softwarelastig und die Startups spielen da eine ganz, ganz große Rolle, denn auch die Lösungen, die wir den Kindern oder der Jugend anbieten, da gibt es ganz tolle Lösungen, die ich mir vor kurzem auch einige angeschaut habe, die stammen auch alle von Startups. Also das heißt, es wird immer wieder dieses Thema sein oder wird meine volle Unterstützung haben. Super. Wir haben sie nochmal eingeblendet, um zurück zum Brutkasten kurz zu kommen, dass du auch in der Zukunft ein bisschen mehr an Plattformen denkst, an digitale Weiterentwicklung. Wir gehen einfach den kurz geschilderten Weg davor weiter. Wir wollen auf allen Ebenen besser werden. Luft nach oben haben wir Ende nie. Und daran arbeiten wir hart mit unserem Team. Das sind 12 Kolleginnen und Kollegen von mir. Ich versuche es tunlichst, den Begriff Mitarbeiter zu
verwenden, weil das wirklich meine Co-Founder, meine Teammitglieder, meine Kolleginnen und Kollegen sind, die in vielen Bereichen Dinge viel besser tun können als ich, und ohne diesen Team hätten wir den Weg nie geschafft, und den werden wir weitergehen, werden weiter sozusagen Schwerpunkte setzen in unserer digitalen Plattform, in den Videoformaten, die gut gehen, soziale Medien bespielen und weitere Verticals wie Job, Ausbildung, Weiterbildung, Akademie. Und natürlich unsere Positionierung im Bereich von Corporate Startup Collaboration. Wir sehen von Anfang an da große Synergien. Es können die beiden Welten voneinander lernen, beide sich stärker machen, ohne dass es ums Fressen und Gefressen zu werden gehen muss. Da, glaube ich, ist Österreich extrem weiter gekommen und hat jetzt, Margarete, in dir, glaube ich, wirklich eine perfekte Unterstützerin für alles, was wir noch so vor uns haben. Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Stell weiterhin mit deinem Team so schöne Fragen und entwickle schöne neue innovative Sachen. Vielen Dank an die Frau Ministerin, dass Sie heute hier sind. Und wir feiern jetzt weiter mit dem ganzen Team. Ich darf mich bei Ihnen online bedanken. Und bei uns geht es gleich weiter mit einer tollen Keynote von Florian Gschwandner, die Sie natürlich auch in einer Zusammenfassung online dann im Video schauen können. Deshalb sage ich jetzt nur mehr Happy Birthday, Brutkasten. Weiter so. Danke.